Ja, perfekt. Mein Name ist Pascal, auch genannt Visual Iris auf Instagram, und ich bin seit ca. 2016 Hobbyfotograf. Ich nutze gerade die Sony A7 II mit meinem 24mm Objektiv von Sigma auf einer 1,4er Blende. Mein Lieblingsobjektiv ist gerade das 24mm 1,4, weil es mein einziges Objektiv für diese Kamera ist. Alternativ möchte ich gerne auf ein 85mm 1,4 gehen. Meistens eher so die Kombination aus beidem, meistens mit einer Person im Vordergrund und dann ein bisschen Weitwinkel im Hintergrund. Meine Bilder drücken eigentlich Momente aus, mit denen ich mit meinen Freunden verbringe, meistens bei einem Shooting oder auch unterwegs einfach mal spontan einen Schnappschuss ziehe. Ich möchte einfach Leute inspirieren und einfach sagen, dass ihnen meine Bilder gefällt. Mein persönlich bestes Foto ist das mit meinem Kollegen Jasper, das wir im Wald geschossen haben, wo wir, ich sag mal, Star Wars rekonstruiert haben. Da sind wir mit einer Leiter in den Wald gelaufen. Und mein zweitbestes Foto ist auch mit Jasper entstanden in Frankfurt, einer neuen Kamera. Und zwar war das vor den Ringen. Ich bin auf Instagram erst aktiv geworden durch meinen Klassenlehrer. Grüße gehen übrigens raus an ihn. Und dann habe ich eigentlich erst angefangen, das Fotografieren für mich zu entdecken, als mein Vater verstorben ist. Neue Leute kennengelernt. Zwei stehen jetzt gerade hinter der Kamera, einmal Lennart und einmal Jasper. Dann einmal einen Kollegen aus Dresden getroffen, und zwar Lukas. Spezielle Grüße gehen auch nochmal raus an ihn. Und dann drei weitere Leute aus Frankfurt getroffen, einmal Laurenz, Luca und David. Meine Lieblingsstadt, in der ich schon mal war zum Shooten, ist Paris, und meine Lieblingsstadt all time ist und bleibt New York. Meistens über Instagram, indem ich Leute anschreibe oder einfach auch auf YouTube irgendwelche Cinematics mir anschaue oder auch einfach mal gut und gerne mal so 15 Kilometer durch die Stadt laufe, und dadurch erkennt man einfach Spots. Also als erstes in Lightroom logischerweise importieren und dann meistens sogar schon eigentlich recht schnell die Farben einstellen, ob es ins Kühle oder ins Warme gehen soll.
benutze den Windows Explorer, weil ich den Lightroom-Katalog nicht so nice finde. Auf meine AirPods. Definitiv, ich habe zurzeit das iPhone 11 Pro Max und ich muss sagen, dass die drei Kameras innen drin schon ziemlich gut sind für unterwegs für Schnappschüsse. Meine erste Kamera war die Sony Alpha 58 und da war mein Traumobjektiv oder mein bestes Objektiv das 35mm 1.8. Nee, ich hatte auch mal Capture One und Affinity Photo probiert, aber Lightroom ist einfach der ungeschlagene König auf dem Markt. So ein Hauseingang mit so Spiegeln oben an der Decke und auch an der Wand und das auf dem Hotel im Bahnhofsviertel Richtung Skyline. Auch mal die Perspektive zu ändern, einfach mal sich vielleicht auf den Boden legen und zu fotografieren, auch mal eventuell in der Menschenmenge. Ich habe keinen bestimmten Look in meinem Feed, ich bin eigentlich der klassische, in Anführungszeichen, iPod Shuffle Instagrammer, wenn man es so sagen kann. Ich lade einfach die Bilder hoch, auf die ich Lust habe und versuche nicht irgendwie gezwungenermaßen einen denselben Look herzustellen.